Müsste sein, oder? Lynn Street? Ich bin mir... Weiß gerade nicht. War der nicht näher an meinem Haus? An meiner Wohnung? Ja, ich möchte zum Arzt meines Vertrauens. Nee, das ist nicht Vic. Naja, gehen wir zur Vertretung. Vielleicht hat der ja coole Sachen. Guten Tag, wir kennen uns noch nicht. Was erzählt man sich so in Kabuki? Irgendwas Aufregendes. Oh, kann man wohl sagen. Vor kurzem tauchten ein paar Bullen auf. Dachte, die wollen meine Papiere kontrollieren. Aber nein, die haben eine sowjetische Spion gesucht. Das nenne ich mal Drama. Frag mich, was die Ruskis wohl vorhaben. Ich brauche neue Implantate. Schwierig. Gerne. Wir können gleich loslegen. Weil manchmal kriegst du die Sachen angezeigt, manchmal nicht. Kategorie 2, 2, 2, 2. 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 16. Ich glaube, ich kaufe mir... Ich glaube, ich kaufe mir Kategorie 2... So, dann müssen wir dann nur neu ausstatten. Wir könnten das upgraden. Ich vertraue Dr. Stefan Frank zum Beispiel auch. Das sagt alles, oder? minus 22 Entdeckung, vierfach optischer Zoom. Hebt Gegner Entdeckung hervor, das ist auch nice. Hebt Kameras hervor, ist auch nice. Sprengkörper. Sprinttempo. Schnellere Bewegung beim Ducken. Doppelsprung. Ich glaube, ich nehme erstmal das. Ja, finde ich gut, dass ich Dr. Stefan Frank vertraue. Oder was jetzt genau? Ja, okay, ich sehe, du vertraust ihm auch. Erfolgreiche Takedowns.
Obwohl, dann müsste ich halt schleichen, ne? Nahkampfschaden brauche ich nicht. Panzerung. Plus 10 Tragekapazität. Minus 20 Bewegungsgeschwindigkeit. Ah, nee, du. Früher Popo, Bauch und Brust, heute tauschen wir alles aus. Ja, wir müssen uns halt upgraden. Wir leben in einer Welt, da können wir uns einfach unsere Körperteile kaufen, wie wir sie gerade brauchen. Das ist voll praktisch. Oh, Arme, ist alles zu teuer. Ermöglicht kritische Treffer für deine Quick-Hacks ist halt auch gut. Minus 4 maximale Speicherpunkte ist nicht gut. Chat. Was ist das hier? Halt dich automatisch. Das ist auch gut. Aber beißt sich das nicht ein bisschen mit meinem, mit dem anderen Ding hier, dass mich das heilt, wenn ich, wenn meine Gesundheit unter 35% sinkt? Weil das macht ja eigentlich das Gleiche. Chat, ich will das verbessern, aber ich weiß nicht was. Hilfe. Ups. Gleich, Susi. Es darf hier keine Raucher und kein Club für besondere Stunden. Das ist halt einfach eine andere Welt, Hooker. Den ist das da nicht so wichtig, wahrscheinlich. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt muss ich nur wieder die Dinger hier reinpacken.
Okay. Erstmal so. Oh, wo sind unsere... Oh no, welche Waffe hatten wir denn? Auf jeden Fall was mit Mods. Schrotflinte hatte ich noch. Oder? Keine Schrotflinte mehr. Wo ist die hin? Ja, oder? Hatte ich die? Weiß es nicht. Okay. Gut, da waren wir mal bei einem anderen Ribberdock. Ist hier Loot dahinter? Nee. Auch nichts zu looten. Gut. Es hat jetzt auch schon 8:45, ne? So ewig würde ich jetzt gar nicht mehr machen. Wollen wir... Ich dachte, ich mit Takemura ist hier. Das ist blöd, dann laufen wir da voll rein. Wollen wir noch die Tarotkarte? Dann machen wir noch so ein bisschen Kleinkram. Monsterjagd. Ich soll hier unten lang gehen. Laut Map. Rage! Blut! Blut! Hör auf deine Instinkte! Hey, hör auf deine Instinkte! Chat, kurz was trinken! Blue Moon, Red Millet, Purple Falls, das sind Astrax! Nach Konzerten in Tokio, Sydney und Paris ist ihr nächster Halt direkt vor deiner Tour! Night City! Oh, Cowboy. Sonne. Auch ein Cowboy. Die Sonne steht für den Erfolg. Sie ist die Karte der Freiheit, der Erneuerung und der verheißungsvollen Zukunft. Außerdem steht sie für die Wahrheit, denn ihr Licht vertreibt die Schatten, die die Geheimnisse der Welt verbergen. Auch Größe und Pracht werden durch die Sonne symbolisiert. Okay. Da ist noch eins.
Ich habe übrigens keine Ahnung, warum ich die überhaupt sammle. Weil ich glaube, das bringt uns keinen Vorteil. Aber... Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten. Ich sammle sie einfach. Und schon wieder ein grausiger... Der Wagen. Der Wagen strebt stets nach vorne, obwohl seine Rösser ihn in verschiedene Richtungen ziehen. Der Fahrer, der ihn lenkt, muss ständig die hellen und dunklen Seiten seiner Seele mit der Hilfe seines Verstands zügeln. Im Wagen zu fahren bedeutet Gutes und Schlechtes, Höhen und Tiefen zu erleben. Von einem Schlafzimmerfenster. Steht hier vor mir. Du könntest... Einfach ein Graffiti in meiner Wohnung. Hier ist noch eins. Oh, hier ist, glaube ich, Vic. Ja, sprich mit Victor. Das ist... Naja. Weit, weit hinter dir. Durch eine Reise in die unendlichen Weiten des Weltraums. Schicke das Wort Space an die 7299. Die beste Braindance-Ausstattung und die wirklich besten Köche des Universums. Willst du den Altersstift? Ah! Aber cool, dass es mir das anzeigt, wo ich hin muss. Aber wir könnten gleich noch mal ein paar SMS lesen. Ich weiß manchmal nicht so richtig, wie, wo, wann wir plötzlich neue Missionen freischalten. Welt. Liegt am Ende der lang verworrenen Reise des Narren. Der Narr, jetzt weiser und erschöpfter als zu Beginn der Reise, steht nun vor einem Moment der Abrechnung. Manche von uns akzeptieren, wohin unser Weg uns geführt hat, während andere sich einer neuen Herausforderung stellen. Nur eines ist sicher in dieser Welt, man kann nicht alles haben. Mach's gut, Susi. Schönen Abend noch. Aber ich mache auch gleich Schluss. Verpasst also nichts. Ich hoffe, es ist alles gut. Und schönen Abend noch. Wir hören uns. Schön, dass du da warst. Tschüss. Okay. Also es ist nicht so doof, dass ich das jetzt sammle. Dann sammle ich das jetzt einfach weiter. Beelzebubs Erzählungen für seinen Enkel. Wir haben doch manchmal hier einen Beelzebub im Chat. Beelzebub. Hier springen wir lieber nicht runter. Dann gehen wir jetzt nach Hause und scannen unterwegs noch die Tarotkarte. Und dann speichern wir im Apartment. Yeah.
Matthias Victor. Cool. Hab den Hof gefunden. Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Hier, ich habe einen Scan gemacht. Tarot. Das große Arkanum. Das Zeichen einer höheren Macht? Morgen hole ich mir AC oder Forza. Ich hoffe, man spricht es wirklich Forza aus. Ich werde ab morgen auf jeden Fall Assassin's also Creed spielen. Ich habe den Kopf in den Wolken. Erde hatte an mir wie? Das vorbestellt. Ich hatte mir das vorbestellt und gestern schon runtergeladen und morgen nach Feierabend wird Assassin's Creed gespielt. Juhu, ich freue mich. Was? Das große Arcanum? Was soll das sein? Das große Geheimnis, arkanes Wissen in Symbolform, eine Station auf der Reise deines Lebens. Sowas in der Art. Wie auch immer. Soll das heißen, irgendeine höhere Macht spricht durch Tarotkarten mit mir? Oder mit Silverhand. Oder euch beiden. Ihr seid momentan eine echt harmonische Einheit. Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihren rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Ich habe ganz viele schon gefunden. Okay, ich komme wieder. Willst du? Stehst du etwa? Ich würde niemals den Weg einfach so zu Fuß zu meiner Wohnung finden. Ja, auf welcher Etage ist denn jetzt das Graffiti? Über mir angezeigt auf der Minimap. Unter mir. Okay, dann gehen wir noch ein Stück nach unten. Folge einfach der Anzeige. Ja, aber hier geht's nach oben. Ach so, ich bin gleich da. Ja. Ist ja direkt neben meiner Wohnung. Der Narr sind wir alle. Auch du und ich. Jeder Schritt auf seiner Reise fühlt sich an, als würde er eine ganz neue Welt betreten. Letztendlich wird ihn die Reise verändern. Doch wie die Karte zeigt, ist er ein vertrauenswürdiger Kerl, dessen unermüdlicher Optimismus ihn zum Ziel bringen wird. Der Narr ist wohl Johnny. Okay. Ich habe kein Geld, Chat. Ich glaube, wir müssen... beim nächsten Mal, oder ich mache das Offstream, wieder ein bisschen Geld organisieren. Weil ich befürchte,
in diesen nächsten Quests hier, was gar nicht mal so wenige sind, werden wir wieder Geld brauchen. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal die Takemura-Quest weiter. So, Handy-SMS lesen wollten wir noch. Die Tür bleibt einfach offen. Das lesen wir jetzt alles noch, bevor wir ausmachen. Also, von Thornton Galena. Aktiviere Positionsbestimmungen, GPS aktiviert, Koordinaten von Selina werden an Benutzer übermittelt. Okay, was auch immer das ist. Regina Jones. Auftragskiller, Yotaro Shobo. Willst du der Menschheit einen Gefallen tun und auch noch Spaß dabei haben? Dann kümmere dich um Yotaro Shobo. Der Typ ist eine perverse Sau, die ihresgleichen sucht. Das Sadistenschwein gehört zu den Tiger Claws und dreht gern XPDs. Vielleicht übertreibt er es manchmal bloß. Vielleicht geht ihm einfach von den Schreien seiner Opfer einer ab. Ich tippe auf Letzteres. Auf sein Konto gehen aktuell mindestens 17 Morde, aber Recht und Ordnung hinken wie immer hinterher, wenn es um tote und vermisste Joy-Toys geht. Die Mox lassen sich das nicht mehr gefallen. Ein paar Mox-Netrunner haben Yotaros Studio aufgespürt. Im Ho-Oh, einem kleinen Club in Kabuki. Die Mox könnten sich dort nicht blicken lassen, deshalb brauchen sie dich. Finde diesen Wichser Yotaro und sag ihm, dass seine Tage in der Unterhaltungsbranche gezählt sind. Wollen wir uns auch angucken? Da arbeite ich mich zu Tode, um neue Schlitten zu besorgen, Fotos zu machen, so richtig krasse, verfickte Autolyrik zu schreiben und dann will sich meine Lieblingskunde nicht mal Autofixer angucken? Ich kenne dich wie. Ich weiß, was du willst, was dich anmacht, was du brauchst. Schau mal auf Autofixer vorbei, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Was? Wartet. Wie ist das überhaupt möglich? Die alte Kiste fährt wieder. Ich finde das hier so unangenehm, dieses Flackern. Das ist bestimmt für mich. Ich habe eh kein Geld. Also eigentlich... brauche ich hier gerade gar nicht gucken. Wir haben ja Jackies Motorrad bekommen. Takemura. Eine Vision ohne Taten ist nur ein Traum. Taten ohne Visionen sind ein Albtraum. Das sollte man immer im Kopf behalten. Der Spruch ist gar nicht so schlecht. Mr. Hans, wenn du mich anrufst, reden wir nur übers Geschäft. Ich mache keinen Smalltalk. Dakota Smith. Und komm ruhig vorbei, wenn du mal reden willst. Alternativ können wir auch eine Runde zusammensitzen und still sein. So oder so, ich bin für dich da, wie? Ist aber nett. Panam. Wir treffen uns am Sunset Motel Garage. Ich warte dort. Yep. Rogue. Ich hoffe, unser kleiner Hitzkopf bekommt das auf die Reihe. Viel Glück. Nash ist tot? Glückwunsch. Ich frage mich, was du mit dieser Aktion erreichen wolltest, weil es bestimmt nicht bloß um Panams angeschlagenes Ego ging, oder? Sogar ein angeschlagenes Ego würde nämlich nicht so was Strunzdummes machen. Nett. Die sind alle so nett mit uns. So. Ich würde sagen... ich räume mal schnell mein Inventar aus. Ah, nee, wir verkaufen das nächste Mal Waffen. So.
Ich kann hier zumachen. Interessant. Ich speichere an dieser Stelle.